Hallo, das sind liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft Reclaim. Yeah. Und ich sitze hier gerade auf der Toilette und hier ist Paula und Gertrud mit mir im Klo. Könnt ihr bitte rausgehen und die Tür zumachen? Das ist mir nämlich ziemlich unangenehm, wenn ihr hier dabei seid und mir hier zuguckt, wenn ich auf dem Klo sitze. Okay, kannst du... Guck mal, hier kannst du auch nicht arbeiten. Ja, sehr, sehr cool. Und hier habe ich eine Pizza mir gerade reingeschoben. Und ich hoffe mal, die wird gleich warm oder sowas. Aber natürlich nicht. Gib mir mal einen Schwert zurück. Gertrud, geh mir aus dem Weg. Dankeschön, Dankeschön. So, und ich muss euch heute mal was zeigen, liebe Leute. Und zwar habe ich hier, jetzt passt mal auf. Ich wollte das schon seit längerer, geraumer Zeit machen. Und zwar wollte ich hier dieses Vordach bauen und sowas hier. So hammergeil, ey. Oh, ein Mantis. Moment, den machen wir jetzt erstmal platt. Weil der fliegt hier rum und macht uns hier Strezzledy-Dazzledy. Ich bin echt gerade mega krass am Snipen hier, auf jeden Fall. Richtig heftig, bleib doch stehen. Ay, caramba, muchos locos, bleib doch hier. So, noch einer, noch einer, noch einer. Bitteschön, dankeschön. Hier schön die Titanium einsammeln, weil die sind viel seltener als die Uranium-Nuggets. Hier, da war gerade nur zwei Stück. Ist hier schon mal mega fresh. Hier, was haben wir hier noch? War hier noch irgendwas? Nö, 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 nö. Super. Gut, und zwar, oh Gott, ich wollte jetzt nicht so viel spoilern. Hier fliegt auch noch ein Enderman durch die Gegend. Ist ja auch mega nice. So, und was machst du da drin, Erik? Okay. Ja, auf jeden Fall, hier habe ich mir so ein schönes Vordach gebaut. Angepasst natürlich zu den Farben des Hauses. Chaosflo steht jetzt auch natürlich unter Dach. Das musste natürlich sein, weil Flo hat immer so im Regen gestanden und sowas. Und das ist ja auch nicht sehr witzig, wenn man die ganze Zeit draußen im Regen stehen muss. Auf jeden Fall ist dieses Vordach hier fertig. Und dann habe ich hier den Weg weiter nach hinten ausgebaut. Und was ist das? Was ist das? Und dann habe ich hier nochmal so ein Haus hingebaut. Das ist etwas größer. Also da können auch mehrere Personen drin wohnen, sag ich mal einfach. Und ja, dann habe ich hier nochmal ein Hochbett reingemacht. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Sache. Ich habe ja meine Kisten sortiert, so habe ich ja bei Twitter gepostet, dass ich jetzt anfange, meine Kisten zu sortieren und sowas. Ich meine, ich habe so zur Hälfte, habe ich schon die Kisten sortiert, ja. Das ist es jetzt nicht, habe ich halt so unsere Erze und sowas drin reingemacht und sowas. Und habe dann hier die Diamanten halt zum Blöcken. Guck mal, Leute, wie viel, gell? Guckt euch mal an, wie viel das ist. Und ja, aber das hier ist halt so die Kiste, wo ich nicht wusste, was ich damit machen sollte und sowas. Und dann habe ich es einfach da so reingeklatscht und einfach so, ja, total lieblos reingehauen. Und dann habe ich hier nochmal ein paar Kühe, währenddessen ich gespielt habe, ich eben nochmal ein paar Kühe gezüchtet. Und hier habe ich nochmal ein paar Schweine gefangen. Ja, im Groben und Ganzen war es jetzt auch eigentlich schon. Was ist denn heute los mit mir? Ich bin voll der Noob-Bogenskiller heute. Und ja, ich habe halt hier so im Großen und Ganzen ein bisschen weitergebaut. Wisst ihr, das eigentliche Thema war, ich wollte meine Kisten machen und dann hat es mich wieder gepackt, so die Bausucht. Und dann bin ich wieder voll ausgerastet und habe einfach hier so die Minecraft Reclaim-Welt total verschönert. Und jetzt legen wir uns gerade nochmal ins Bett. Komm, Gertrud, leg dich zu mir. Ein bisschen schlafen. So, und heute habe ich mir gedacht, baue ich erstmal etwas klitzekleines. Und zwar brauchen wir dafür Bucher brauchen wir. Da hier ist ein Bucher. Und hier ist schon wieder irgendwas explodiert. Hello, was ist das? Was ist gerade explodiert? Ja, egal. Auf jeden Fall, die letzte Folge kam ja auch mega gut bei euch an und sowas. Und das freut mich immer so total. Das motiviert mich immer sehr. Holz ist draußen. Das motiviert mich immer so sehr, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn ihr mir so schreibt, so, Lars, du hole Nuss. Das geht so und so hier. Aber trotzdem kriegst du einen Daumen hoch von mir und so. Und das freut mich immer total. Und jetzt haben wir hier eine Mailbox gemacht und ja, nicht die Mailbox, die man so kennt vom Handy her, nein, nein, eine richtige Mailbox und die kann man, glaube ich, nur einmal platzieren, deswegen müssen wir die jetzt mit Sorgfalt platzieren und irgendwie ist der Weihnachtsbaum weg. Lol, wo ist der Weihnachtsbaum? Gertrud, wo ist der Weihnachtsbaum? Komisch, müssen wir wahrscheinlich nochmal einen neuen machen. Jetzt müssen wir mal gucken mit Sorgfalt und ich will den auch nicht hier so vor Flo stellen. Obwohl, neben Flo wäre das, glaube ich, ganz cool, aber hier. So, den kann man nämlich nur einmal platzieren. Was ist mit meiner Hand los? Au, meine Hand. Guck mal, ich habe mir die Hand gebrochen. Guck mal. Ja, und jetzt ist hier unser Briefkasten. Genau, das ist mein Briefkasten. Kann man den öffnen. Und hier können wir dann so Briefe bekommen. So, auch vom Weihnachtsmann oder irgendwie sowas in der Art. Und das ist natürlich sehr toll. Und irgendwie, ja. Ich werde jetzt den
komischerweise ist der Weihnachtsbaum weg. Hm, merkwürdig. So, und heute habe ich mir gedacht, wir gehen ein bisschen weiter weg und spawnen paar Mantis und werden dann die so killen, weil wir halt wieder hier ein bisschen... Nein, geh mir aus dem Weg, weil wir hier nämlich hier ein bisschen Titanium und Uranium Nuggets brauchen, weil ich mir nämlich heute eventuell eine Hose oder ein paar Schuhe craften möchte. Jetzt müssen wir uns aber noch unser Hoverboard suchen, weil ich habe das hier irgendwo hingetan, aber ich weiß jetzt nicht mehr wo, weil das mich irgendwie gestört hat im Inventar. Ach, Erik, chillst du da drin oder was? Komm mal da raus. Komm mal da raus, kommst du da raus? Komm mal raus aus dem Käfig, da hast du nichts drin zu suchen. Wieso zur Hölle? Gut, dann bleibst du halt da drinne. Ist ja auch okay. Oh Mann, ey, die Villager, die machen mich echt kaputt. Und Leute, das muss ich jetzt auch nochmal zeigen, bevor mir das wieder 1 Million Menschen in die Kommentare schreiben, muss ich das jetzt auch nochmal zeigen. So, wo ist denn Tobi? Da ist Tobi. Hi Tobi, Trade. Und hier, ich habe die Axt. Mir haben so viele Leute in die Kommentare geschrieben, das hat mich sogar schon richtig genervt. Weil alle gemeint hätten, ja Lars, du musst die Axt neben des Dings platzieren, da gehört die hin und so und dann funktioniert es, dann arbeitet der weiter. Hm? Okay, hier, er nimmt die nicht, er will die nicht nehmen und die klont sich gerade irgendwie, komischerweise, ah, jetzt nicht mehr. Hier, er soll sie ja nehmen, hier, nimm sie, komm Tobi, nimm, hm? Seht ihr das, Leute, es funktioniert nicht. So, und jetzt mache ich Rechtsklick. Change Profession und hier kann ich normalerweise was auswählen, aber das geht auch nicht, versteht ihr? Wenn es funktionieren würde, hätte ich es doch schon längst gemacht, aber es geht irgendwie nicht. Der will nicht die Axt in die Hand nehmen und das hier will er auch nicht nehmen. Und weder noch will er hier seine Klasse ändern, um halt zu arbeiten. Schön, gell, Paula, das gefällt dir. Die sind süß, ne? Die sehen mir auch ziemlich ähnlich. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Villager wollen einfach nicht arbeiten. Sie haben sich... Hier gegen mich, ach, guck mal, noch ein Mantis. Krass, was ist denn heute los? Yes. Und piu, 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 piu. Cool. So, ja, irgendwie, er ist tot und er summt hier immer noch weiter. Okay, ich wollte gerade sagen, da ist noch einer. Ja, also es funktioniert irgendwie nicht, dass die so hier anfangen zu bauen für mich und sowas. Das ist schon... Es ist wirklich ein bisschen doof, ehrlich gesagt, weil ich möchte schon, dass sie so ein bisschen was basteln hier und sich hier ein bisschen um mich kümmern, mehr oder weniger, weil ihr seht schon, Leute, unsere kleine Lichtung, unser kleines Dorf nimmt langsam Form an. Es nimmt langsam Form an. Wir brauchen halt noch unsere große Kistenkammer, unser Kistenraum, Kistenkammer. Guck mal hier, wie viele das schon mittlerweile sind, die Regenbogenameisen. Sieht auch ganz cool aus. Und du, Oski, warum hast du eigentlich keinen Namen mehr, Oscar? Warum? Komisch. So, und jetzt so viel Gelaber. Ich wollte eigentlich mit dem Hoverboard in Richtung nach da hinten und dann dort noch mehr Mantis killen. Und zwar, na, ich weiß nicht, ein paar auf jeden Fall. Sodass wir halt genug Titanium und Uranium Nuggets haben für Schuhe, Hose etc. pp. Also wir haben hier 2 Stück, also brauchen wir hier auch noch mal ein paar von. Am besten 3 Stück haben wir sogar. 3... vielleicht haben wir sogar am Ende genug, um uns eine Chestplate zu machen, weil die ist mega stark. Wartet mal, ich glaube, ich habe das hier reingemacht, das Hoverboard. Ja, habe ich. Nice. Gutes Gedächtnis, Lars. So, also jetzt erstmal in diese Richtung nach hier hinten. Um halt Gertrud, ja komm mit Gertrud. Brauchst du doch nicht mal zu fragen, komm einfach mit. Was machen die da unten? Ach, die Villager machen mich echt so kaputt. Die machen mich echt kaputt. So, Nummer 1, was fliegst du da hinten so rum? Und voll getroffen. Oh, richtig heftig geskillt. Und nochmal und nochmal und nochmal. Ja, Leute, ich spanne den Bogen. Ich weiß, ich brauche ihn nicht zu spannen, aber ich spanne ihn trotzdem, weil ich dann halt dieses Feeling habe. Dann kann ich besser zielen irgendwie. Weil wenn ich nur so schieße, dann kann ich nicht so gut zielen. Weil wenn ich den so spanne und dann habe ich dieses, weiß ich nicht, Gefühl dahinter. Und dann kann ich viel besser treffen. Und, ja, wir hauen jetzt hier die Mantis noch komplett raus. Bam, noch eine. Aber die zocken mir trotzdem noch ganz schön viel. Komischerweise zocken die mir noch ganz schön viel, obwohl ich so eine recht gute Rüstung habe. Mehr oder weniger recht gut, so halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Essen wir erstmal was. Die Mantis kommen mir auch viel zu nah, finde ich. So, meiner Meinung nach sind die mir immer viel zu nah. Gertrud, wie viel Leben hast du noch? Okay, erstmal ein Stück Fleisch. Aber wir machen die auch zu zweit
so schnell kaputt. Ich weiß noch, so zu Anfangszeiten war das so extrem schwer, nur einen zu killen. Wisst ihr das noch, Leute? Das war ja so, das war so schwierig. Und jetzt mittlerweile ist es so, yo, komm, jetzt platziere ich die einfach mal so just for fun. Und wir machen die gerade so nebenbei mit zwei Hits, mit drei Hits, so wie ich ein Geldhut. Ist schon heftig eigentlich, ist schon heftig. So, und guck mal, Leute, ihr müsst auch nochmal wissen, oder guck mal, Leute, habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Geldhut ist schon so lange mit dabei. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Geldhut ist schon so lange mit hier in der Serie mit dabei. Geh aus dem Weg. Ich kann mir das schon gar nicht mehr vorstellen ohne Geldhut, wie das hier alles verlaufen wäre. Ich wäre schon ein paar Mal gestorben ohne Geldhut. Aber sie hat mir auch schon einige, viele Probleme bereitet, sag ich mal. Also so ist es jetzt nicht, dass es nur positiv war, ne, mein Schatz? Wo bist du denn? Komm her. Es war jetzt auch nicht nur positiv, dass du bei mir bist, aber eigentlich hauptsächlich schon. Und ich hab dich ganz so lieb. Komm her, Umarmerchen. Ja. Aber irgendwie tue ich nicht gerade Reagan, komischerweise. Gertrud macht die sogar komplett alleine. Dann können wir auch ein paar mehr spawnen. Jetzt wird's lustig. Yeah, yo. What the fuck? Die buggen total rum. Wieso sterben die nicht? Gertrud geht drauf, irgendwie. What the fuck? Hä, wieso verliert der denn kein Leben? Gertrud geht drauf. Wie viel habe ich denn jetzt gerade gespawnt? Hab ich gar nicht mitbekommen. What the fiesch, Leute. Was war das gerade? Das waren so viele. Lol. Und die haben voll rumgebuggt. Habt ihr das gesehen? So rumgezittert. Was zur Hölle macht ihr da? Oh, Leute. Was ich hier für eine spontane Rettungsaktion starten muss. Wo ist mein Hoverboard jetzt da? Alter, ihr macht mich echt so kaputt. So, und jetzt... Ich kann hier oben nicht schießen, weil ich dann immer Gertrud treffe. Boah. Alter, pass doch auf. Mann, Tobi. Ich muss jetzt ins Bett, ich kann nicht mehr. Das sieht einfach aus wie so ein Stück Wurst oder so. Oder wie so eine Wurst sieht das aus. LOL. Die Villager machen mich echt noch fertig. Wegen denen werde ich echt noch im Grab landen. Und so, jetzt erstmal ins Bett. Und dann machen wir uns mit den Uranium-Nuggets die Ingots. Keine Ahnung, wie heißen die Ingots? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder keine Ahnung hier. Wir machen jetzt erstmal hier so. Nee, so. Brauchen wir die hier. Dann brauchen wir die hier. Und ja. Wir haben jetzt erstmal davon ein paar. Wie heißen die Teile? So. Ja, gut, dann schmeiße ich sie halt raus. Uranium Ingots, genau. Ich hatte doch recht, Ingots sind es. So. Und dann haben wir jetzt auch nochmal drei Stück. Krass, Leute. Drei Stück. Oh yeah. Und dann machen wir die hier so rein. Alter, wir haben fünf Stück. Fünf. Und so viele Goldnuggets wieder. Alter, ich habe so viele Goldnuggets gehabt, dass ich hier mit so viele Goldblöcke machen konnte. Leute, wir haben 30 Goldblöcke. 30. 30 Goldblöcke. Alter, das ist voll viel. Gut. Brauchen wir jetzt erst nochmal Eisen. Und ich denke mal, wir machen uns jetzt einfach mal eine Chestplate. Und zwar geht die so. Und wieso habe ich das... Das hier brauchen wir auch. Ja, Lars. Ich bin heute wieder sehr, sehr dödelig. So, das da. Dann hier drei Stück und hier auch nochmal drei Stück. Und dann machen wir uns hier die Ultimate Chestplate. Ist natürlich ultimativ, ihr wisst Bescheid. Und sieht auch schon mal viel besser aus als mit so einer durchsichtigen, komischen... Oh, krass. Wir sind richtig hart ausgerüstet jetzt. Und dann machen wir das hier hin. Und wir haben so viele Mantis Claws, die brauchen wir auch nicht. Die schmeißen wir jetzt einfach mal weg. Die schmeißen wir jetzt einfach mal weg. So, zack. Das brauchen wir auch nicht. So viele Diamanten, Alter, ey. Wir sind so krass unterwegs wieder. Finde ich auch sehr cool. Och man, Tobi. Wehr dich doch, Tobi. Oder sag irgendwas. Du bist hier. Tobi. Oh, Tobi. Das Hoverboard nehmen wir mal mit. Und du, Erik, bleibst einfach da drin. Okay. So, liebe Leute, und jetzt noch zum Abschluss habe ich mir gedacht, wir fliegen mal nach da hinten so und
gucken, ob wir vielleicht nochmal diesen Mothra-Typen da, diese fliegende Motte finden, vielleicht, weil ihr habt mir nämlich gesagt, die droppt nämlich was sehr, sehr Gutes, was ich das letzte Mal nicht aufgehoben habe, obwohl ich sie gekillt habe, und da waren ja zwei Stücken, vielleicht treffen wir die ja jetzt nochmal an. Oder wir können ja nochmal hochgehen und gucken, ob wir so ein kleines, noch einen kleinen Villager für uns finden. Alter, wo kommt ihr her? Da ist schon wieder so ein Mantis. Hier müssen wir natürlich jetzt erstmal Killi, Killi, Vanilli, Stilli. Ja, komm, Gertrud, mach du den gerade platt. So, cool. Gut, ja, habe ich mir gedacht, dass wir dann erstmal nach denen gehen und diesen Mothra-Typ. So, also in welche Richtung war das denn nochmal? Oh, oh, Leute, da ist der Caterkiller, aber wir sind eigentlich ziemlich gut ausgerüstet. Das heißt, wir könnten ihn eigentlich... Wollen wir es wagen? Ja, wir wollen es wagen. Leute, jetzt kommt der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. Der Caterkiller wird sterben. Er wird sterben. Und er hat uns von hier hin... Er wird jetzt sterben. Jetzt, Leute, es ist soweit. Gertrud, geh aber nicht hin, Gertrud. Bleib schön hier, geh mir aber aus dem Weg. Gertrud, das ist der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. Es ist so episch gerade, Leute. Es ist so episch. Ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwann mal so weit kommen wird. Komm weg von den Bäumen, weil er ist hier gerade auf dem Feld und er hielt sich instant mit Bäumen hoch. Gertrud. Wir werden ihn so wegskillen mit diesem Bogen hier. Bam und bam in die Fresse. Komm her. Mich juckt's gerade am Arm. Oh Gott, er kommt so schnell nah. Oh Gott, er ist so schnell. Oh Leute, wir skillen den hier gerade so übel krass weg. Oh oh. Komm her, nein. Komm weg da. Wir müssen jetzt ihn von hier wegschießen, damit er da weg von den Bäumen geht, weil er hielt sich damit hoch. Oder wir skillen und los, drauf. Oh mein Gott, ja. Oh shit, Leute, das ist so ein spannender Kampf gerade. Komm schon, jawoll. Jawoll, wir haben es geschafft. Alter, oh. Endlich haben wir den Caterkiller besiegt und das war jetzt auch heute wieder genug Ärger für mich, ey. Jetzt fliegen wir wieder nach Hause und dann beende ich die Folge. Alter, das war ja mal mega, mega, mega fresh. Und da kommen so viele Schmetterlinge aus ihm raus, das ist auch cool. Und hier ist irgendwo ein Adler, mega cool. Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir haben es endlich geschafft, dass wir den Caterkiller besiegt haben. Gertrud, bist auch so stolz auf mich, wie ich auf mich? Hä, lol. Genau. Richtig cool, richtig, richtig cool. Und wo ist das Hoverboard? Was hat er da gedroppt? Eine Ruby Ho? Ne, was ist das? Caterkiller Jaws, okay. Okay, ja, ich weiß schon irgendwie ungefähr, für was man das gebrauchen kann, irgendwas zum Craften, aber für was eine Ruby Ho? Das ist auf jeden Fall ziemlich unnötig, weil so krass bin ich jetzt nicht am Rumfarmen, dass ich die brauchen würde. Aber natürlich kommt die jetzt in unsere Kiste, die ich ein bisschen sortiert habe. In unsere Werkzeugkiste. Ja, das darf ich jetzt auch endlich mal stolz sagen, weil ich muss mich jetzt nicht mehr schämen dafür, dass ich so hässliche Kisten gemacht habe, ja. Und wir fliegen schon wieder so langsam. Ja gut, dann werde ich jetzt die Folge beenden, liebe Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall mega krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt noch dem Caterkiller begegne und dass wir den besiegen. Ich wollte eigentlich nach da hinten gehen und so vielleicht nochmal einen Villager mitnehmen oder sowas. Aber wir werden das wahrscheinlich dann in den nächsten Folgen machen. Bleibt auf jeden Fall dabei, liebe Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.